Einfach Coins machen, Part 2. Im gestrigen Video haben wir uns angeschaut, wie wir Coins mit den Road to the Final Karten der Champions League machen können und im heutigen Video schauen wir uns an, wie wir Coins mit den Road to the Final Karten der Europa League und Conference League machen können. Dadurch, dass zum einen die Spiele etwas versetzt sind und zum anderen das Upgrade-System ein anderes ist, gibt es hier auf jeden Fall deutliche Unterschiede. Freunde, die schlaue Tafel ist auf jeden Fall wieder am Start, wir gehen direkt rein. Also Freunde, erstmal ein dickes Dankeschön für den Support auf den ersten Teil. Wir haben die 300 Likes geknackt und es kamen nicht wahnsinnig viele Rückfragen auf, sondern eigentlich hauptsächlich positives Feedback. Das freut mich natürlich, wenn wir auf diesem Video die 400 Likes voll machen können. Es würde mich wahnsinnig freuen, Freunde. Und wie bereits erwähnt, ist das Upgrade-System bei der Europa League leider ein anderes als bei der Champions League. Das heißt, wir müssen uns eigentlich alles nochmal neu erarbeiten. Ihr seht hier die Grafik, wie das Upgrade-System der Champions League funktioniert. Dort bekommt ihr schon das erste Upgrade für einen K.O.-Phasensieg. Das zweite Upgrade dann, falls man sich fürs Viertelfinale qualifiziert. Und wenn wir das Ganze mal mit der Europa League vergleichen, schaut euch mal das erste Kriterium für das allererste Upgrade an. Qualifiziere dich für die letzten 16. Das heißt, dicker Unterschied zur Champions League. Hier müssen wir einfach nur ein K.O.-Phasenspiel gewinnen. Das heißt, die Mannschaft kann theoretisch im Hinspiel 5:0 verlieren, gewinnt aber dann das Rückspiel 1:0 und der Mann bekommt trotzdem ein Upgrade. So ist es leider bei der Europa League nicht. Hier geht es wirklich nur rein ums Qualifizieren. Das erste Upgrade gibt es für die Qualifikation zum Achtelfinale, dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale und das letzte Upgrade gibt es auf jeden Fall nochmal, wenn man das Finale gewinnt. Jetzt müsst ihr wissen, vielleicht weiß der andere aber auch nicht, wir sind nicht im Achtelfinale bei der Europa League, sondern bei den Playoffs. Und nur wer hier bei den Playoffs weiterkommt, kommt ins Achtelfinale. Das heißt, die ganzen Mannschaften, die ihr gerade im Hintergrund seht, haben eine Chance, sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Und wenn sie das schaffen, gibt es das erste Upgrade. Ihr seht, hier sind eigentlich fast alle Spiele wirklich ausgeglichen, bis auf PSV gegen Sevilla. Da hat Sevilla 3:0 gewonnen. Einfach kurz im Hinterkopf behalten. Allerdings sind das jetzt nicht alle Mannschaften, die sich fürs Achtelfinale qualifizieren, denn es gibt Mannschaften, die sich schon direkt qualifiziert haben, falls sie in der Gruppe Erster geworden sind. Und hier seht ihr es auch nochmal schwarz auf weiß. Die Gruppensieger sind gesetzt fürs Achtelfinale und die Sieger aus den Playoffs, die kommen dann auch ins Achtelfinale. Wir haben Arsenal und Betis schon direkt qualifiziert fürs Achtelfinale und wir haben hier zum Beispiel eine Road to the Final Karte von Martinelli, also von Arsenal. Das heißt, der Mann ist schon direkt qualifiziert fürs Achtelfinale und dafür gibt es halt schon mal ein Upgrade. Wer das auch safe hat, ist Miranda, der spielt bei Betis. Die sind auch schon direkt qualifiziert. Das heißt, diese beiden Karten sind jetzt schon extrem interessant für uns. Miranda, schön und gut, hat vielleicht ganz coole Werte, ist jetzt aber nicht den Spieler, den man haben möchte. Gabriel Martinelli hingegen, schaut euch die Karte an, die ist geil, die möchte man im Team haben und wenn der Mann dann mal ein Upgrade bekommt, dann geht der Preis auch dementsprechend ordentlich nach oben. Ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass dieses Upgrade die wenigsten auf dem Schirm haben und ich möchte euch mal zeigen, was passiert, wenn denn ein guter Spieler ein Upgrade bekommt. Wir hatten im letzten Jahr Ansumane Fati von Barcelona, die haben im Rückspiel gewonnen, haben sich dadurch qualifiziert. Das war genau hier dieser Donnerstag. Wurde dann auch direkt am nächsten Tag geupgradet. Und ihr seht, was dann passiert ist mit dem Preis, nachdem das Upgrade draußen war. Der Mann ist steil gegangen. Ich möchte euch damit nicht sagen, dass Martinelli irgendwie um 300-400k steigen wird. Aber der Mann hat ein safes Upgrade. Die allerersten Upgrades kommen übrigens am 24. Februar. An dem Tag sollte der Mann auch sein Upgrade bekommen. Und dann kann es auf jeden Fall durchaus sein, dass er steigen wird. Ich bin mir hier wirklich schon sehr sicher, aber ich kann es euch nicht garantieren. Falls ihr ein bisschen Risiko eingehen wollt und viele Coins habt, würde ich es eventuell wirklich machen. Am besten, wie im gestrigen Video auch schon gesagt, einfach jetzt schon kaufen. Sonntagabend sind die Preise meistens am günstigsten. Danach steigen die auf jeden Fall im Laufe der Woche an. Das auf jeden Fall zu Martinelli. Ist auf jeden Fall ein Sonderfall. Ist nicht bei jedem Spieler so, aber noch bei Miranda. Da weiß ich aber wirklich nicht, ob da ein +1-Upgrade einen großartigen Unterschied macht. Und ja, damit haben wir auf jeden Fall schon die zwei besonderen Spieler durch. Jetzt haben wir hier noch 5 weitere Spieler übrig, die wir eigentlich mehr oder weniger alle über einen Kamm scheren können. An der Stelle, Freunde, die Road to the Final Karten der Europa League sind wirklich kompliziert. Dadurch, dass es halt unterschiedliche Upgrade-Systeme gab, sowohl von Champions League zur Europa League, als auch von FIFA 22 zu FIFA 23, hat das mein Kopf komplett gesprengt. Ich habe mich gefühlt 2 Stunden auf dieses Video vorbereitet, von daher, falls ihr das schätzen wollt, abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und jetzt machen wir auf jeden Fall weiter. Und wir nehmen uns dafür einfach mal Lamela als Beispiel raus. Der Mann hat ein 86er Rating, kostet gerade um die 30.000 Münzen. Der Mann spielt bei Sevilla, die sind wie gesagt so die einzige Mannschaft, die schon dicken Vorsprung haben und der würde jetzt sein erstes Upgrade bekommen, wenn sie sich fürs Achtelfinale qualifizieren. Und wir hatten im letzten Jahr fast mehr oder weniger dieselbe Karte. Argentinia, Sevilla, ZOM, Gomez. Halt einfach ein anderer Name, aber gefühlt dieselbe Karte. Ich muss dazu sagen, dass wir hier auf jeden Fall etwas mehr aufpassen müssen, denn das Upgrade-System im letzten Jahr war halt anders als in diesem Jahr. Das Upgrade-System im letzten Jahr war eigentlich genau dasselbe wie bei der Champions League. Das heißt, es gab schon das erste Upgrade einfach nur für einen K.O.-Phasensieg. Sevilla hat das Hinspiel in den Playoffs deutlich gewonnen, wie auch in diesem Jahr auch. Sie haben allerdings das Rückspiel dann verloren, sind aber trotzdem weitergekommen. Und das Rückspiel war hier am 24.
25. Februar und ihr seht diesen krassen Absturz, obwohl die weitergekommen sind. Die Qualifikation fürs Achtelfinale hat im letzten Jahr kein Upgrade gegeben. In diesem Jahr gibt es aber ein Upgrade. Ihr seht dann aber auf jeden Fall wieder den Rebound, wie im gestrigen Video auch erklärt. Nach jedem Spiel werdet ihr immer den Rebound sehen. Den kann man mitnehmen, aber nur, wenn die Mannschaft auch wirklich weiterkommt. Und dann seht ihr hier den 6. März, 27.000 Münzen. Das war der Sonntag vor dem Hinspiel des Achtelfinals. Das Achtelfinale selber war dann hier am 10. März 32.000 Münzen. Also ihr seht auf jeden Fall auch hier einen ordentlichen Anstieg um 5.000 Münzen. Bis dahin ist aber auf jeden Fall noch Zeit. Das Spiel am 10. März haben sie gewonnen. Das heißt, sie müssen eigentlich nur noch das Rückspiel gewinnen oder unentschieden spielen und sind durch. Das Rückspiel hier am 17. März haben sie dann verloren. Deswegen ist er auf jeden Fall auch nach unten gegangen. Bis dahin ist er aber die ganze Zeit gestiegen. Was können wir hier also festhalten? Immer wieder den Anstieg vor dem nächsten K.O.-Phasenspiel. Hier war es Sonntag auf Donnerstag von 27.000 Münzen auf 32.000 Münzen. 5.000 Münzen bei so einem Preis sind auf jeden Fall viel. Dann muss er hier am Samstag sein Upgrade bekommen haben, dafür, dass sie das erste K.O.-Phasenspiel gewonnen haben. Die haben ja hier nämlich das Rückspiel verloren, dann hier quasi das erste K.O.-Phasenspiel gewonnen und ein paar Tage später gibt es dann immer das Upgrade. Hier haben wir also auf jeden Fall auch wieder Potenzial zum Traden. Nach dem Hinspiel verkaufen halt die meisten, fragt mich nicht warum. Dann können wir einkaufen und ein, zwei Tage später, sobald das Upgrade draußen ist, verkaufen. Und dadurch, dass das Upgrade halt vor kurzem draußen war, ist der Anstieg zum nächsten Spiel nicht mehr so krass gewesen. Das, was hier am Anfang passiert ist, dieser Anstieg von 41.000 auf knapp 50.000 Münzen, der könnte dieses Jahr eventuell auch eintreten, weil halt das Rückspiel darüber entscheidet, ob man sich fürs Achtelfinale qualifiziert und wenn man es tut, dann bekommt man halt ein Upgrade. Deswegen werden die Karten vermutlich auch bis zum Spieltag hin steigen. Die Frage ist halt nur, wie hoch. Falls ihr aber bisher noch gar keine Erfahrungen mit Road to the Final Karten habt, nehmt die Karten mal mit und schaut einfach mal, bekommt man ein Gefühl dafür, wieso der Markt reagiert bei diesen Karten. Ihr werdet sehen, diese ganzen Europa League Karten, die werden Richtung Donnerstag auf jeden Fall steigen. Zu dem Zeitpunkt ist nämlich das Rückspiel, wo man sich halt das Upgrade sichern kann. Und sobald das Spiel vorbei ist, wird es wie hier so einen kleinen Drop geben, der eigentlich gar keinen Sinn macht. Und dann einen Tag später am Freitag, wo es dann das Upgrade gibt, werden die Karten dann wieder hochgehen. Da wir aber nicht wissen, wer weiterkommen wird und wer gewinnen wird und auch nicht Glücksspiel betreiben wollen, verkaufen wir ganz entspannt Donnerstagmittag einfach unsere Karten. Und dann kann es sein, dass ihr da eventuell wirklich nur ganz, ganz kleine Gewinne macht, aber sammelt da auf jeden Fall schon mal ein bisschen Erfahrung. Die ist auf jeden Fall viel, viel mehr wert als diese paar Coins. Wann können wir aber wirklich die dicken Gewinne machen? Erst in 2 Wochen. Merkt euch diese 3 Trades. Sonntag vorm Hinspiel einkaufen, kurz vor dem Hinspiel verkaufen. 2. Trade, Samstag, Sonntag vor dem Rückspiel wieder einkaufen und dann wieder vor dem Rückspiel auch verkaufen. 3. Trade, Samstag, Sonntag einkaufen und dann Montag, Dienstag verkaufen. Holt euch einen Block und einen Stift, notiert euch das. Das sind wirklich idiotensichere Coins. Mit der Conference League funktioniert es, by the way, genauso. Da ist genau dasselbe Upgrade-System. Freunde, das Video ist etwas länger geworden. Ich musste ein wenig ausholen. Ich muss euch erstmal die unterschiedlichen Upgrade-Systeme von Europa League zu Champions League zeigen und dann die unterschiedlichen Upgrade-Systeme von FIFA 22 zu FIFA 23. Deswegen ist das Video, wie gesagt, etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht zu böse. Falls aber dennoch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, stellt sie auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.